Hallo und willkommen zurück zu Warlock Master of the Arcane. In der letzten Folge waren wir hier dran und drauf, Bernheim einzunehmen, haben hier oben Berlin entdeckt, die Hauptstadt von Malingswakel. Und hier oben bei Soldator Vega gibt es nicht so viel Neues. Da haben wir Arachnophobos in der letzten Folge gegründet, ich glaube schon. Zug beenden. Der Bogenschütze zieht vorbei. Richtung Katar. Sonst haben wir hier nichts. Zwei Angebote. Genau. Nicht Angriffspakt mit Malenal Xoki. Okay. Und Frieden schließen. Frieden schließen, 31 Gold und Basisbann. Entfernt einen Fluch. Ist zwar schön, aber nein, danke. Ich bin ja gerade dabei, Bernheim einzunehmen. Das werden wir auch gleich weitermachen. Noch zwei Runden und da müsste Bernheim unser sein. Mit der Cavarelle ziehen wir jetzt mal weiter um Berlin herum. Finden hier noch einen Tümpel des Leviathan und hier unten den Leviathan und das war schon die Runde. Zug beenden. Berlin greift irgendwas an. Jetzt greift uns auch noch ein Bogenschütze an. Aha. Eine Level Up von Ramash. Regeneration plus 5. Elementare Resilienz, Aura plus 30, Elementar und Heilkraft plus 20. Machen wir Regeneration plus 5. Das ist bloß gut. Was haben wir hier noch? Silberminenbrauerei. Resistenz plus 35 Elementar und 35 Tod. Gold haben wir genug. Aber wir werden Bernheim nicht ganz einnehmen. Wir werden mal eine kleine Heilung anwenden. Und jetzt können wir immer noch nicht ganz. Okay, das war total sinnlos. Nee. Wir haben sogar Glück gehabt. In der nächsten Runde können wir einfach einmarschieren und die Stadt ist unser. Unsere Cavarelle greift jetzt mal den Leviathan hier an. Und zwei Gebäude wurden fertig. Der Kornspeicher und... ja. Der Kornspeicher. Zug beenden. Der Bogenschütze ist nun in unserer Reichweite. Aha. Der Leviathan greift uns ja weiter an, hat sich selbst ermordet. Mit Katare greifen wir den Bogenschützen an. Haben ihn besiegt. Befiehlt die Errichtung eines Gebäudes in Arachnophobos, werden wir hier auch einen Kornspeicher bauen. In Goldene Schweine werden wir den Goblin-Bogenschützen angreifen. Werden mit Ramash... oh. Wasser der Schlange, Kraft der Einheit plus 20%. So, jetzt haben wir Bernheim eingenommen. Können damit den Goblin-Bogenschützen angreifen. Mit Ramash werden wir den Gnomenziedler besiegen. Und hier können wir noch... was ist das? Eine Burg. Eine Burg. Wie kann man eine Burg bauen? Das finde ich an Warlock so ein bisschen schade.
dass man nicht sofort sehen kann, was da fehlt für. Ach so, das ist ein Handwerkerviertel. Ach so. Ja dann. Bauen wir einen Markt. Achtung, meine Güte. Und hier haben wir noch eine Gießerei. Mit dem könnten wir auch noch ein wenig Resistenzen reintun. Mit der Kavarelle plündern wir jetzt den Tempel des Leviathan. Sehen hier unten ein Krakennest, was momentan sehr gefährlich ist. Ziehen hier mal aufs Schiffswrack, plündern das aus. Und das Serpentarium, die Halle der Alchemie und die Gießerei sind fertig. Zug beenden. Also Ramash ist gerade ein wenig in der Bredouille. Und Beschnack Schälblick möchte angeheuert werden. Bogenschützenritter, 14 Fernkampf, 30 Lebenspunkte, gewöhnlicher Held und dickes Fell. Alles schön und gut. Anheuern bitte. Den brauchen wir jetzt an der Front. In goldene Schweine. Bauen wir jetzt mal eine Goblin-Gilde. Damit können wir dann Goblin-Speerträger, Bogenschütze, Scharfschütze, erfahrener Goblin-Speerträger und eine Schmiede bauen. Mit goldene Schweine greifen wir jetzt den Goblin-Bogenschützen an. Genauso wie mit Bernheim. Mit Ramash können wir auch noch eine meisterliche Rüstung geben. Und mit dem werden wir diesen Goblin-Speerträger angreifen. Baschnack Schälblick, Wasser der Schlange bitte, steigert Kraft der Einheit und die meisterliche Rüstung. Und mit dem ziehen wir dann so schnell wie möglich nach Goldene Schweine. So. Und können wir mit dem vorbeisegeln? Nein. Mach's aber trotzdem. Die Krake wird uns angreifen. Nächste Runde. Jetzt greift der goldene Schweine an. Der Speerträger zieht sich zurück. Der Bogenschütze greift jetzt auch goldene Schweine an. Kommt ein Gnomenziedler auf uns zu. Sollte Torvega will anscheinend den Stadtstaat hier im Osten einnehmen. Es wurde ein neuer Zauber erforscht, Herr. Koboldherbeirufung. Ruft einen Kobold herbei. 12 Elementarangriff. Der kleine Schattenschlag. 3 Runden ist er fertig. Super. Hier bauen wir eine Mühle. So langsam. Jetzt habe ich gerade vergessen, was ich sagen wollte. So langsam halt. Mit Ramash können wir nicht ziehen.
super. Und so werden wir den Bogenschützen besiegen. Der Krake hat uns nicht angegriffen, das heißt, wir können jetzt mit der Kavarelle weiterziehen und finden hier eine weitere Krake, die bloß geschwächt ist. Das heißt, wir weichen nach Westen aus, finden hier eine Seeschlange. Ach ja, wir haben keinen Hafen errichtet, haben allerdings auch keinen Abzug. Der Markt ist fertig. Schön. Zug beenden. Wie auch immer der Bogenschützenheld heißt, zieht jetzt weiter nach Goldene Schweine. Tendral will wirklich Bernheim wieder einnehmen. Hier, direkt im Westen von Bernheim, steht auch eine Heldeneinheit. Jetzt zieht mal Solde Torvega wieder. Und greift den Stadtstaat an. Und ein Zufallsereignis. Nun sind die Lager gefährlicher Bestien überall. Das Land muss von dieser Bedrohung befreit werden. Hier habe ich nichts gesehen. Sonst... bloß hier oben bei Goldene Schweine, hier bei Bärenheim und hier zwei Stück. Entschuldigung. Mit Arachnophobos greifen wir den wilden Rattenmann an. Mit Goldene Schweine greifen wir den wilden Rattenmann an. Mit Bärenheim besiegen wir den Goblin-Speerträger. Greifen mit Ramasch. Den Goblin-Speerträger an. Mit der Kavalerie ziehen wir mal nach unten. Eine Krake nach der anderen. Und Bauarbeiten wurden abgeschlossen vom Kornspeicher. Zug beenden, bitte. Tendral schickt uns jetzt ein ganzes Aufgebot an Truppen. Greift den Rattenmann hier an und plündert dann auch da das Rattenmannlager. Stiefenriemen Bill zieht und greift das andere Rattenmannlager an, plündert das aus. Der Gnomensiedler will unbedingt vorbei an unserer Stadt. So. Goblin-Speerträger kann rekrutiert werden in Goldene Schweine. Hiermit können wir, also mit Goldene Schweine, können wir jetzt Stiefenriemen Bill angreifen. Mit Bärenheim den Goblin-Speerträger. Mit Ramasch Robert von Zittrich. Und mit dem könnten wir, ja, nach Goldene Schweine ziehen und dann auch noch schießen. Nämlich auf Stiefenriemen Bill. Fast besiegt, er hat bloß noch 4 Lebenspunkte, wird jetzt wahrscheinlich einen Rückzug antreten. Mit der Kavarelle ziehen wir jetzt mal hier rüber. Sehen. Ein paar Diebinnen und hier eine Diebinnen-Gilde. Hier können wir dann gleich mal ein wenig trainieren.
Bauarbeiten sind abgeschlossen. Goblin Gilde. Zug beenden. Wie gesagt, Stephen Riemann Bill wird sich zurückziehen. Hier erschien eine Bogenschützeneinheit, hier eine Speerträgereinheit. Robert von Zittrich, glaube ich, heißt er, greift jetzt Bernheim an. Solde Torvega hat jetzt da das Lager ausgeplündert, greift weiterhin die Stadt an. Und ein weiterer... Nein, jetzt habe ich auf das falsche Ding geklickt. Bauen wir zuerst einmal in Katar. Die Kammer der Flucht bauen wir hier hin. Damit können wir die himmlische Kavarelle bauen. Bringt uns plus 3 Mana, allerdings minus 5 Gold Unterhalt. Können wir dann später noch die himmlische Gilione, den Zauberbasar und die Halle des Wissens bauen. Der kleine Schatten... Entschuldigung. Der kleine Schattenschlag wurde erforscht. Damit können wir jetzt Fruchtbarmachung macht die Landschaft fruchtbar als neuer Zauber, aber ich werde die Windwanderung erforschen. Gar bietet seine Dienste an. Minus 10 Nahrungsunterhalt, 45 Lebenspunkte, 15 Nahkampfangriff. Ogerrüstung, Hochlandbewohner, Verteidigungsbonus. Mhm. Zerstörer, gewöhnlicher Held. Unser erster Nahkampfheld, den werde ich auch gleich anheuern. Mit Oger Ahn, dem geben wir jetzt mal die meisterliche Rüstung und ziehen mit ihm auch Richtung Westen. Wenn ich nicht dauernd rechts klicken würde. So, mit goldene Schweine können wir den Gnomensiedler angreifen. Mit Bernheim, den Goblin-Speerträger. Werden mit Ramasch weiterhin Robert von Zittrich angreifen. Bereit zum Schießen auf irgendwas! Und mit Baschnack werden wir mal vorziehen. Und Robert von Zittrich. Nicht ganz besiegen, aber immerhin wieder weiter zusetzen. Und ein Level Up. Deckungsspezialist. Verteidigungsbonus auf Raumgelände. Breite Formation, Resistenz plus 35 Fernkampf. Und Meisterschütze, Schaden plus 20% Fernkampf. Mach mal Letzteres. So steigt es von 17 auf 20. Und mit unserer Kavarelle greifen wir weiter die Diegen an. Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Die Mühle. Zug beenden. Robert von Zittrich zieht sich zurück. Der Bogenschütze greift jetzt unseren Heldenbogenschützen an. Der Speerträger zieht vor. Greift ihn auch an. Hat allerdings große Verluste zu beklagen. Solde Torvega hat die Stadt noch immer nicht eingenommen. Ihr habt eine neue Anfrage erhalten, Herr. Befiehlt die Errichtung eines Gebäudes in Arachnophobos. Hier werden wir wieder eine Mühle bauen. Haben ja jetzt minus 10 Nahrung von Gar. Also dem Ogerhelden. Ihr habt eine neue Mission. Baut ein Gehöft. 20 Runden Zeit. Schön. Und ein Artefaktenhändler ist in euer Gebiet gekommen. Also aus dem DLC Master of the Artifacts. Der Händler bietet ein bemerkenswertes Artefaktfeil. Kosten 150 Gold. Stein des Zwangs. Bringt Kraft der Einheit plus 10%. Normalerweise interessiert mich das nicht sonderlich.
aber ich kauf's mal, um's zu zeigen. Jetzt können wir hier mit Stein des Zwangs, können wir, also Kraft der Einheit plus 10%, können wir das einem von unseren Helden zuordnen. Zum Beispiel Ramash Immerfress hat 2 Slots für einen magischen Gegenstand, einen für magische Waffe. Baschnak hat bloß einen, genauso wie Gar für einen magischen Gegenstand. Das ist ein magischer Gegenstand. Und ich gib's mal Ramash. So hat er mehr Kraft. Goldene Schweine greift den Gnomenziedler an, besiegt ihn. Bernheim greift den Goblin-Speerträger an, macht allerdings fast keinen Schaden. Ramash greift jetzt mal den Goblin-Bogenschützen an und hat jetzt übrigens 32 Angriffsschaden, 15,8 Geist, 12,7 Leben und 3,2 Elementar. Mit dem Baschnak besiegen wir jetzt mal den Goblin-Speerträger. Was haben wir noch mit der Kavarelle? Greifen wir weiter die Diebin an. Und mit Gar, unserem Oger, ziehen wir Richtung Front. Noch? Nee, sonst können wir nirgendwo hinziehen. Also, das war's dann wieder für die heutige Folge. Folge Nummer 6. Und ja, schreibt einfach in die Kommentare, ob es jetzt besser ist mit der Auflösung. Und ja, sonst fällt mir nichts mehr ein. Also, Grüßli, euer Mr. Kotzi.